Wie funktioniert Basenfasten eigentlich in einem Wacker-Hotel? Wer Basenfasten kennt, der weiß, es kann man sehr wohl auch zu Hause machen. Ich habe Basenfasten 1997 entwickelt, in der Absicht, dass man das zu Hause macht, dass man das in den Alltag integriert, auch im Büro das machen kann. Und es funktioniert auch. Ich habe unglaublich viele Rückmeldungen, dass es funktioniert. Aber man muss sich über eines im Klaren sein. Wenn ich das alltagsbegleitend mache, das heißt, ich habe meine Familie, meinen Mann, meine Kinder, meine Schwiegereltern, meine Eltern, meine Nachbarn, meinen Hund, meine Katze und was auch immer und mein Berufsleben, dann ist es immer nur das Essen von Obst und Gemüse und eine Entspannung drumherum fällt relativ flach. Ich schaffe es vielleicht noch, mein Bewegungsprogramm zu machen, aber ansonsten läuft der Alltag weiter. Das bringt trotzdem sehr viel. Aber wenn ich so ein richtiges Rundum-Basenfasten möchte, denn Basenfasten ist ja mehr als das Essen von Obst und Gemüse. Es soll ja auch bedeuten, dass ich einmal ganz achtsam mit mir umgehe und mir so ganz aufmerksam meinen Tagesablauf anschaue. Wie und wann esse ich? Habe ich regelmäßige Zeiten? Wann habe ich meine Ruhephasen am Tag? Wie gehe ich mit Stress im Alltag um? Und das kann ich aus dem Alltag heraus in der Regel schlecht direkt wieder umkehren, weil dann immer wieder so diese kleinen Störfaktoren dazukommen. Wenn ich einmal meine Auszeit nehme, also mich richtig aus dem Alltag herausnehme und es in einem Hotel mache, dann habe ich natürlich so eine Rundum-Basenfastenwoche. Das heißt, in einem Hotel bekomme ich das Essen gekocht, ich bekomme die Betten gemacht, ich bekomme eine Massage, meine Leberwickel, meine Basenbäder. Ich habe im Hotel eine Betreuerin, die mit mir Gespräche führt, wenn ich Bedarf dazu habe. Ich bin also rundum bepampert. Und das ist etwas, was immer den Einstieg in eine neue Betrachtungsweise des Lebens und auch in eine neue Ernährungsweise natürlich verbessert. Nun, ist es so, dass unsere Wacker-Hotels, also die nach Wacker zertifizierten Hotels, die ihr entweder auf unserer Webseite findet oder auf den Websites der Hotel immer den Hinweis Wacker seht, diese Hotels sind von uns geschult und genau darauf geschult, dass sie euch achtsam begleiten in eurem Prozess. Mit achtsam begleiten meine ich nicht eine ärztliche Betreuung, weil eine ärztliche Betreuung ist im Prinzip für einen normalen, gesunden Mitteleuropäer gar nicht nötig. Man hat so seine Zipperlein, aber damit kommt man klar. Es geht nicht darum, dass man wirklich in einer Klinik ist. Es geht darum, dass ich einen Wellnessurlaub mache, bei dem ich das Basenfasten harmonisch integriere, wie jeder andere Urlauber auch. Wir haben natürlich ein paar Hotels, die auch eine medizinische Betreuung anbieten. Da könnt ihr auf der Website schauen, die könnt ihr dann finden. Aber eigentlich ist es wirklich als Wellnessurlaub für Körper, Geist und Seele gedacht.